Der Einsatz von Nadeln ist in einem Altersheim sicher nichts Ungewöhnliches. Und trotzdem, das gab es noch nie in der Seniorenresidenz Alloheim. Über 400 Gäste kamen zur ersten Tattoo-Convention. Die Idee hatte Residenzleiter Daniel Höppner. Ja, die gängigen Vorurteile gegen Tattoos sind leider immer noch diese Vorurteile aus der älteren Generation heraus. Das sind Leute, die im Gefängnis gesessen haben, das sind Leute, die zur See gefahren sind, das sind die Rowdies gewesen, was ja heutzutage gar nicht mehr so ist, denn es ist ja mittlerweile ein Körperkunst, ein Körperkult und ja, in der Pflege gehört ein Tattoo heutzutage zum guten Ton. Wer mutig genug war, legte sich unter die Nadel, wie auch Ulrike Alborn aus Duderstadt. Diesmal wird eine Zuckerstange ihre Haut schmücken. Weil ich bunte Sachen total mag und das war noch so ein Teil, was mir einfach gefehlt hat. In ihrem persönlichen und beruflichen Bereich seien immer mehr Menschen tätowiert. Auch sie wurde schon mit Vorurteilen konfrontiert. Ich muss weniger drum kämpfen, da anerkannt zu werden und werde selten. Man, gut, die Leute gucken schon manches Mal ein bisschen doller oder zwei, dreimal nochmal hin, um zu gucken, was ich da alles so habe, aber mich stört das nicht. Viele aus dem Pflegebereich seien tätowiert, berichtet der Leiter der Seniorenresidenz. Nicht nur im Altersheim, sondern auch in der Kinder- und Jugendpflege. Also ich glaube nicht, dass Pfleger Probleme haben, einen Job zu finden. Es gibt allerdings Heime, die von ihren Pflegern verlangen, Tattoos abzudecken. Und da gehören wir definitiv nicht zu. Die Reaktionen der Bewohner seien gemischt. Sie finden es aus ihrer persönlichen Überzeugung her nicht gut, aber akzeptieren es und sagen, okay, es ist eine andere Generation, ich kann da gut mit leben. Und wir hatten bisher bei uns im Pflegeheim noch nicht einmal, dass ein Bewohner sich von jemandem nicht versorgen lassen wollte, weil er tätowiert war. Manche fand ich sehr toll, weil sie fein gemacht sind. Andere waren so grob, die finde ich nicht so schön. Aber diese mit den feinen Fadeln, die haben mir gefallen. Im Laufe der Jahre ändern sich Tattoos ein wenig. Linien werden blasser und breiter. Trotzdem, Alter ist nicht die Grenze. Für Tattoo gibt es keine Altersgrenze. Die Grenze ist die Gesundheit und wie gut ist die Haut intakt. Also wir sind als Tätowierer angewiesen auf, egal wie alt man ist, auf ein gutes Bindegewebe. Weil das Bindegewebe hält die Farbe, ganz am Anfang, wenn man tätowiert, unter anderem. Und die Verkapselung und dass das richtig schöne Tattoo wird, das dauert alles schon im Moment, man sagt auch 4 Wochen. Und daran liegt das natürlich, ob das jetzt geht oder nicht geht. Es gibt auch sehr junge Leute, wo man nicht tätowieren kann, da die Gewebsrisse haben, aber es gibt kein Alter. So auch nicht für seine Mutter, der er an diesem Tag eine Eule sticht.